Aber dann nehmen wir mich noch mit, wenn ich sie will. Das geht gar nicht. Vorbleiben. Alle Menschen um uns herum sind eingeladen mitzukommen. Ein Spaziergang. Es geht hier um Friedensfreiheit. Es geht um die Zukunft eurer Kinder. Bitte haltet Abstand. Aber wir können miteinander reden. Der Abstand ist damit ganz gemacht werden. Es bringen viele Menschen um. Und wir müssen nur Abstand nehmen, die anständig sind. Redet bitte sein. Berücksichtigung. Ja. Ansonsten bitte das hochhalten und die anderen, dass wir jetzt auch durchkommen. Dankeschön. Ansonsten raste ich aus, aber nicht wegen euch. Danke. Gut. So, macht Werbung für die Zeitung. Hebt alle die Zeitung und tut sie vors Gesicht. Macht Werbung für die Zeitung, indem ihr sie vors Gesicht haltet. Alle wissen, dass das nur Schikanen sind und dass die heute nur üben, um morgen irgendwelche skandalösen Bilder zu erzeugen. Das wird nur dieser politischen Kaste schaden, die wir absetzen und vor Gericht stellen werden. Aber heute. Und zwar fair. Schikane, 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 Schikane. Habt ihr noch Zeit für mich? Schikane! Kann ich dir das einmal, das sind die letzten, die wir haben, dass du einmal... Ja, das mache ich auf jeden Fall. Super, cool, danke. So, also, ich habe ja noch einmal Mund-Nasen-Schutz. Die keine haben, dürfen Werbung machen für eine Bewegung, die für Menschlichkeit steht. Ich habe hier Mund-Nasen-Schutz für die Leute. Die haben doch alle! So! Werbung für eine Bewegung, die für Menschlichkeit ist. Werbung für eine menschliche Bewegung. Frau Höhne, ein Statement. Wie steht der kommunistische demokratische Widerstand zur Unterlaufung der Bewegung durch Rechtsextremisten? Ich habe keine gesehen, lieber Martin. Aber Sie sind doch Kommunisten, richtig? Was sind Sie? Nein. Kommunisten? Nein, ich bin Anarchist. Dann, okay. Was sagt der anarchistische, kommunistische, demokratische, nein, nur anarchistische, der anarchistische, demokratische Widerstand zur mutmaßlichen Verletzung der Maskenpflicht, wie er hier von der Polizei angemahnt wurde? Die Masken bringen nichts und
ja, greift meine Gesundheit an, wenn ich jetzt eine tragen müsste. Da bekomme ich keine Luft, eventuell eine Panikattacke. Ganz schlimm. Also mit der Zeitung bin ich gerade noch so zufrieden, aber mehr würde jetzt auch nicht gehen. Und ich denke, es geht vielen hier so, was ich gehört habe. Viele haben eben das Problem. Böse Stimmen behaupten, es seien orthografische Fehler in der Zeitung zu finden. Wie stehen Sie dazu als leitende Redakteurin? Ich mag keine leitende Redakteurin. Ich mag Martin. Alles raus, oder? Alles was raus, Martin. Machen wir das jetzt? Es geht leider alles ungeschnitten hoch. Jetzt gerade? Ja, aber ist ja nichts Schlimmes gesagt worden. Also es wurden ja Sachen gerade gestellt. Also es handelt sich um keine kommunistische Bewegung. Das ist ja wichtig zu wissen.